willkommen, schön wieder eingeschaltet zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Die Brille ziehen wir ab, weil dieses Spiegeln von den Bildschirmen fühle ich gar nicht. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's bestens. Draußen ist extrem warm, zumindest gerade, wo ich das Video drehe. Und hier drin ist es auch extrem warm. Das Problem ist, dass meine ganzen Lichter und der PC und was weiß ich alles auch nochmal Hitze abgeben. Und ich deshalb hier so ein bisschen am Schwitzen bin. Aber ich habe eine Klimaanlage bestellt. Die kommt bald, dann kann ich die so am Fenster mäßig anschließen. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Heute reagieren wir auf einen extremen Beef. Also mit extrem meine ich wirklich extrem. Vier Leute sind dort am Beefen, unter anderem Bünni und Pia Doreen und so weiter. Wir gucken gleich einfach mal rein, weil ich weiß auch 0,0, um was es geht. Aber bevor wir loslegen, liebe Freunde, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch Snacks, macht euch einen leckeren Tee, vielleicht lieber einen Eistee, wenn es so heiß ist. Macht euch lieber einen Eistee, liebe Freunde. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir schnackeln. Ups, ich bin ein bisschen... Würde ich sagen, wir schnacken gar nicht fucking lang um den heißen Brei. Wir gehen direkt rein in das Video. Ich brauche nur noch meine Kopfhörer. Und solange ich die mir hier einstöpsel, könnt ihr gerne auch, auf meinem Instagram vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt, ne? Da geht die wahre Action auf Instagram, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Das ist so respektlos von euch. Warte mal, warum? Warte kurz. Warum kannst du keine Kritik ertragen? Das ist keine Kritik. Das ist Kritik. Die Leute nehmen dich. Ich bin fucking krank. Du bist krank. Du bist wirklich krank? Ich habe eine Herzrhythmusstörung. Ist das gerade euer fucking Ernst? Also okay. Und dann, genau, wenn man so krank ist, muss man die ganze Welt davon teilhaben. Ich verstehe nicht, was daran so schlimm ist. Weißt du, was das, glaube ich, das Ding ist? Du verstehst das nicht. Das ist einfach so, wie du dich zeigst, so wie du dich gibst, so nehmen sich die Leute wahr und deswegen urteilen die Leute so über dich. Also auf jeden Fall. Und das hat nichts mit Respekt. Ach so, es geht also um die Art und Weise, wie Bünni sich nach außen gibt. Aber das ist doch relativ offensichtlich, dass er das für die Aufmerksamkeit und für den Fame macht, oder nicht? Also ist ja jetzt nicht so, dass er nicht wüsste, dass er das so, also ihr wisst schon, was... Darf ich jetzt auch mal reden? Auf jeden Fall, ihr sagt ja die ganze Zeit irgendwas über andere YouTuber und ich ziehe mich an andere hoch oder sonst was. Also erstens, weder habe ich gesagt, er soll die Videos machen oder sonst. Oben links einfach diese Kippe so random so. Einfach so. Das ist richtig Assi-TV hier gerade. Let's go, wir gehen rein. Was? Weder habe ich mich an andere hochgezogen, ihr könnt mir gerne Namen nennen, an wen ich mich hochziehe. Jeder macht was, ich kann nichts dafür, wenn andere Videos gegen mich machen oder sonst was. Aber ich verstehe nicht, warum du dich einmischst. Du bist eine erwachsene Frau, hast selber Kinder. Ich habe eine Meinung. Warte mal. Kannst du, ich bin eine erwachsene Frau und ich kann das Sachen erwachsen klären, das ist meine Meinung dazu zu sagen. Ja, du kannst gerne deine Meinung dazu sagen, aber du nicht erwachsen bist. Und das glaube ich gar nicht raff, was links und rechts. Lass mich mal aussprechen, bitte. Guck mal, wir reden gerade, ich habe meine Meinung gesagt, fertig, aber daraus wurde so ein. Ich wollte wirklich keinen Streit. Ey, was du gesagt hast, war unnötig. Das war so unnötig. Das war wirklich. Du hast einfach gesucht und gefunden. Nee, es hat mich gestört. Es hat dich gestört, aber du bist nicht die Person, die das betrifft. Es ist ihm erlaubt. Kalifer hat es doch erklärt. Und du warst immer weiter und 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 immer noch. Ich hätte gar keinen Nerv dafür, Leute. Ich hätte gar keinen Nerv für sowas. Warum sind die da in diesem Livestream mit drin? Was ist die Mission? Die können doch, sie werden ihn doch nicht ändern können. So, nur weil sie mit ihm reden. Sagen, okay, tut mir leid, kommt nicht mehr vor. Und das ist die Sache. Ist nein, wozu? Ich werde gefilmt. Weiter drauf eingestiegen. Ich wurde ohne meine Erlaubnis gefilmt. Wieso hast du das in deiner Insta-Story dann repostet? Und warum hast du das geschrieben? Ey, sorry, du hast dich auch nicht. Und das geht gar nicht. Hast du nicht gemacht. Hast du nicht geschrieben, wirklich? Trotzdem wurde ich. Aber Bünni. Ein Video machen. Geht es da um irgendwas von mir? Weil sie hat gerade gesagt, Sedo, das geht gar nicht. Jetzt. Du bist ein. Und zwei Tage später bist du angepisst. Bünni, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, im Prinzip Influencer. Und dann beschwerst du dich darüber, dass du ungefragt gefilmt wirst?
Ich habe im Leben nicht so viel Reichweite wie du und werde definitiv öfter als du gefilmt. Beschwere ich mich darüber? Damit musst du klarkommen, wenn du Fame bist. Nee, aber ich finde das schade, wenn du weißt, was wir selber für ein Hate kriegen und du sagst dann, du bist eine Lachnummer, obwohl du selber weißt, was du selber auch für ein Hate kriegst. Ich habe dazu auch gerade was gesagt. Ich kann zu dir auch gerne viel sagen. Und man merkt, dass ich nur Scheiße labere. Aber du glaubst dir deine eigene Scheiße ja sogar. Ja, du glaubst dir auch deine eigene Scheiße. Vinny, ich habe... Nimm deine eigenen Argumente, nicht meine. Ja. Vinny, du hast gesagt, dass du die nicht darum bittest, dass die dich hochziehen oder wie auch immer mit den Videos und wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich habe, glaube ich, mal so ein Video gesehen von den Shadow oder Shadow. Hallo, das bin ich. Jetzt wird's interessant. Wir gehen rein, Leute. Wir sind drin. Jetzt wird's interessant. Let's go. Und da hast du ihm geschrieben, privat, bitte beleidige mich. Bitte beleidige mich. Also da hast du wohl auch wieder was Falsches aufgefasst. Oder ich habe noch nie was Falsches aufgefasst. In der Erinnerung. Das kann ich dir auf jeden Fall mal sagen. Ich habe auch selber die Chats. Wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was... Deswegen frage ich dich ja. Ich meine, das war kein Vorwurf. Ja, das war aber ich finde es scheiße einfach. Ihr sagt irgendwelche Dinge hier von... Ja, aber ich habe das doch in meinem Video gezeigt. Ich habe doch den Chat gezeigt und er hat den doch danach zurückgezogen. Der hat den Chat ja gar nicht mehr, wenn er ihn zurückgezogen hat. In dem einen Video hatte ich das ja gezeigt. Entschuldigung, Benjamin, hallo. Ihr nichts, die Hintergründe, ihr wisst nichts und ihr redet hier... Ja, warte mal, ich habe nur gesagt, wie die Leute... Nee, sorry, aber es geht nichts. Es geht gesagt, nicht. Die Leute Ich bin nicht diejenige, die heult, weil mein Account gelöscht wird und sagt: Hey, yo, entspann dich. Geh nicht zu weit. Es sind Menschen, die tun wirklich viel für ihr Account. Ihr redet schön. Ihr habt jetzt gesagt, ich darf reinkommen. Ich wurde eingeladen. Er hat gesagt, er hat keine Anfrage geschickt. So, jetzt bin ich hier drin. Jetzt will ich mal reden. So, du mischst dich eine Mutter an. Nee, so, jetzt hört mir mal zu. Auf jeden Fall, du bist diejenige, die heult, weil ihr Account 10.000 Mal gelöscht wird und sagst zu mir, du präsentierst dich so und so und lutscht dich an den so und so. Kann ich genauso sagen. So, auf jeden Fall. Lass mich mal kurz ausreden. The fire is burning! Zum Glück habe ich Wasser. Ich kann das Feuer ein bisschen abkühlen. Ich glaube, löschen kann ich das heute nicht mehr. Aber ich finde es super interessant. Also mich unterhält es gerade alles und ich finde es gut. Warte kurz. Lass mich mal ausreden. Du redest von Respekt. Ein Account, den du 2 Jahre hast, 400.000 Abonnenten, 1.000 Videos, ja, die über 2 Jahre aufgenommen sind. Und der ist einfach weg. Ja, das ist hart. Das ist hart. Ja, natürlich habe ich rumgeheult. Weil klar. Es gab keinen Grund, mich zu löschen. Sie hatte 400.000 Abonnenten? Warum kenne ich sie nicht? Warum habe ich sie noch nie gesehen? Weder lüge ich, weder betrüge ich, weder verarsche eine Community, weder ziehe ich irgendwelche Menschen ab oder erzähle irgendwelche Lügen. Ich hatte ein ganz normales Content. Guck mal, du hast Vorurteile gegenüber andere. Und mit was die Leute, warte mal, mit wem machst du Videos? Mit Jabus. Und warum? Wir wohnen im selben Dorf. Genau. Das ist doch schön, Freunde. Freut mich. Da zieht sich keiner irgendwo hoch. Ich kann keiner irgendwas unterstellen, dass ich irgendwas gemacht habe. Nein, aber du mischst andere Leute ganz Zeit ein. Du nimmst ganz Zeit von irgendwelchen Menschen die Namen in den Mund. Das geht doch gar nicht um andere. Welchen Namen habe ich vorgenommen? Ich habe auch mal. Ich habe dich in den Mund genommen. Javus wurde jetzt in den Mund genommen. Wer wird jetzt noch in den Mund genommen? Hey, Javus ist ein Freund von ihr. Ja, aber Javus kenne ich doch auch. Javus ist auch ein Freund von ihr. Aber schon seit Jahren. Warte mal, verdreh nicht die Tatsache gerade. Ich vertriebe... Bin ich will gerade gegen sie schießen, weil sie meinen Namen gesagt hat und den Namen von einem Kumpel von ihr. Und meinen Namen hat sie ja erwähnt, um gegen ihn rechtfertigen, weil ich in meinem Video ja etwas gesagt habe. Und Vinny versucht gerade, das so zu drehen, als würde sie meinen Namen in Dreck ziehen. Einen! Okay. Du drehst meine Wörter in meinem... Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ihr sagt ja so toll, Bühne zieht sich an allem hoch, Sedo. So, das sagt ihr ja ganz Zeit. Hallo. Das sag ich die ganze Zeit. Das war Pia. Ja gesagt. Ich? Der Typ? Du musst aufpassen, dass du nicht alles so verdrehst. What? Du verdrehst gerade echt Tatsachen.
Ich sage dir was und du willst mir sagen, ich hätte jetzt irgendwelche Namen in den Mund genommen. Ich habe nur gesagt, ich habe mit ihm Videos gemacht. Nee, aber Ach, du sagst ganz nett, Bühni macht alles, damit der Beef hat. Bühni macht alles. Mach doch gerade, was du provozierst das doch gerade. Du ich hast es wirklich auch. Nicht. Ich provozierst das doch gerade. Oh my gosh, Leute, wie glücklich können wir sein, du und ich, die dieses Video hier gerade, also ich und du, die das Video hier gerade schaust, wie glücklich können wir sein, dass wir nicht solche Probleme haben. Also ich wäre ungern da in diesem Livestream gewesen. Das ist auch ein Grund, warum ich mit Bühni nicht live gehe. Es ist so oft ist Bühni live und dann bin ich auch live und schreiben Leute, geh mal mit Bühni. Oder so oft wird mir sein Livestream geschickt. Ich werde niemals mit Bühni live gehen, also zumindest aktuell nicht, weil ich mir das nicht geben. Ich möchte nicht argumentieren gegen eine Wand. Ich kann gut argumentieren, ich weiß, dass ich gut argumentieren kann, aber ihr seht ja, wie Bühni sich verhält, wenn jemand etwas sagt, was gegen ihn spricht. Dann macht er so. Mhm. Ja, Schatzi. Mhm. So, und das, ich würde mich, also ich hätte gar keinen Bock darauf, das würde mich innerlich nur ein bisschen zum Kochen bringen und dann würde ich den Livestream irgendwann wieder beenden. Deshalb gehe ich nicht mit Bühni live, deshalb werde ich nie mit Bühni live gehen, weil A, für Bühni ist das beste Werbung der Welt, es sind nochmal über 1000 Leute in diesem Livestream dann, die ihn dann zugucken, die Bock haben, die Argumentation zu hören und die einfach sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr für Bühni interessieren. Auch Leute, logischerweise, die von mir kommen. Weil Leute, wenn ich live gehe auf Instagram mit Bühni, dann weiß ich, dass der Livestream abgehen würde. Weil ihr euch alle interessieren würde, was würde da passieren. Keine Frage. Aber ihr werdet dann auch aufmerksam auf Bühni, die Leute, die in dem Livestream sind. Dann kriegt Bühni auch wieder neue Story-Views und dann freut er sich da wieder. Und das ist ja genau das, was Bühni erreichen will. Deshalb wird das nie vorkommen. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass ich gerade diesen Stress hier nicht habe. Stellt euch vor, ich wäre in diesem Livestream. Ich könnte mir diese Kinderkacke gar nicht geben. Ich habe dir nur gesagt, wie die Leute dich wahrnehmen. Ja, aber warum bist du denn hier drinne? Warum bist du, hast du damit was zu tun gehabt? Weil sie eine Meinung hat und wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Gut, dann nehmen wir gleich mal 30 Leute mit rein. Jeder soll mal seine Meinung dazu sagen. Noch es mehr. Gehen nur vier. Okay, das ist das, was du willst, weil du so dein Fame erreichst. Nein, das wollt ihr. Ihr freut euch, dass ihr gerade Zuschauer habt. Ich freue mich überhaupt nicht. Wenn einer reinkommt und sagt, du bist der Beste, du machst alles richtig, alles läuft bei dir, eins, also so wie es sein soll. Das wird keiner sagen. Keiner. Bühni, mein Lieber, ich habe bei Kraftklassenfahrt mitgespielt. Ich brauche diese Reichweite. Egal, ich habe schon. Ich bin auch raus. Es ist mir zu blöd, weil. Ach so. Nein, Samantha, bitte gib nicht auf. Jetzt willst du. Du verstehst doch einfach. Du willst nicht verstehen. Du willst nicht verstehen. Du willst einfach nicht. Also, ich bin ehrlich, wenn sich jemand angegriffen. Also wenn sich jemand angegriffen fühlt hat, dann entschuldige ich mich von meiner Seite aus auf jeden Fall. Okay. Aber ich finde, ich bleibe immer noch bei meiner Meinung. Ich finde, das war eine Respektlosigkeit, habe ich schon von Anfang an gesagt, also zu dir. Und ich finde es halt, ich habe die Story gepostet, das stimmt. Aber ich finde es ehrlich gesagt schade, weil ich habe gehört, du bist von Liebe, wen du willst und einfach filmen. Ja, ich habe gerade Marian gesehen und jetzt Bühni. Und dann hast du noch gesagt, einfach cringe am Ende. Weißt du, was ich meine? Und ich Wer hat cringe gesagt? Zu was? Zu der Story hast du... Ich habe cringe zu der Story gesagt, niemals. Nein, du hast gesagt cringe am Ende, hast du dann gesagt. Voll cringe. Cringe, ob du das bist oder nicht. Voll cringe, ja, dass ich mich gerade frage, ob du das bist oder nicht. Finde ich das ein bisschen schade. Das wollte ich nur loswerden. Ich wollte gar keinen Streit oder sonst was. Ich finde es halt nur schade, dass dann Pia gesagt hat, Bühni ist so. Wir sind miteinander befreundet. Und nein, warte, Bühni. Wer war derjenige, der in seinem Livestream über mich gelästert hat, während seine Zuschauer rüberkamen? Und es mir erzählt haben. Das ist doof. Ich habe über dich gelästert? Ja, die sind hier gerade alle rübergekommen. Bitte sei ehrlich. Ja, weil ich gerade nein gesagt habe, was wirklich passiert ist. Aber warum sagst du das? Das ist so Dings. Es ist so Next Level. Unangenehm. Diese ganze Konstellation gerade irgendwie. Das ist so Next Level unangenehm. Das ist blöd. Jetzt hast du im anderen Livestream gelästert. Warum sagst du es nicht hier? Können wir da bitte einmal kurz drüber reden, Bühni? Also wirklich, das ist unverschämt von dir. Leute, ihr kennt doch den Jungen, Alter. Es ist doch nichts Neues. Ich weiß nicht. Ich hier. Weil ich nicht glaubst du, deine eigene Scheiße wirkt immer noch. Also ich verstehe nicht, Leute, guck mal, das geht alles so in die Länge. Ich habe mich entschuldigt, ich habe gesagt, für was ich stehe und fertig. Aber ich verstehe nicht, warum ihr so ein Drama macht. Und danach wisst ihr, ihr sagt ja alle, Bühni ist so und so. Und wenn ihr genauso besser seid, hättet ihr nicht gesagt, Bühni ist nicht so. Ich bin besser.
Samantha, same. Du hast, okay. Guck mal, du hast, ich finde es gut, dass du deine Meinung sagst, ich finde gut, dass jeder seine Meinung sagt, aber du versuchst bei Leuten die Punkte zu treffen, wie bei Samantha Lilifee zum Beispiel, dass sie rumheult, dass ihre, so, du versuchst nein, bei anderen immer zu, dir, aber du guckst bei dir selber. Ich glaube, Bini, viele gehen von dir immer davon aus, dass man immer mit dir streitet. Guck mal, von, egal was du sagst, man denkt immer, dass du was Negatives meinst, weil du einfach mit so vielen Leuten schon Stress hattest. Deswegen geht man automatisch, glaube ich, schon mal davon aus, nein, dass du wieder was willst. Ich bin eine Person, ich sag meine Meinung offen und ehrlich. Und ehrlich. Aber so. Du verdrehst deine Meinung, du verdrehst es, so wie es dir gerade für dich passt. Ach so, das passt mir gerade. Ich glaube, man kommt hier nicht zu einem Nenner, weil Benni, du bist heute so, morgen so. Verstehst also du? Ich finde, ich habe mich, guck mal, vielleicht wie meine Redensart oder sonst was war, wenn ich irgendwie lauter wurde, ich entschuldige mich dafür. Aber okay. ich finde nur das, was ich falsch gesagt habe, ist das mit der Erziehung gegenüber Pia. Pia ist eine Freundin von mir, bleibt doch eine Freundin. Trotzdem finde ich das scheiße, wie ihr gesagt habt, Bini ist, ihr habt direkt, Bini ist so, kennt man Bini, das ist das, habt ihr alle gesagt. Ich habe nichts über, was ich euch über Social Media kenne. Ich mach das Ding gleich rein. Was mich nur gestört hat, habe ich gesagt und fertig zu den Aussagen. Aber ich finde das so krass einfach, wie danach... Das ist, was ich meine. Dass egal, was du sagst, dass immer negativ aufgenommen wird direkt. Weil man dich schon, weil man dich eigentlich negativ aufgenommen hat. Leute, wir brauchen wirklich wieder interessantere Dinge, die im Internet passieren. Das wird mir langsam alles wirklich zu blöd, liebe Freunde. Was war das denn jetzt schon wieder? Naja, trotzdem einigermaßen unterhalten, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang wurde ich sehr gut unterhalten. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Es kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video auf dem Kanal. Also lass gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ansonsten sehen wir uns gleich noch auf meinem Instagram. Dort bin ich 24/7 aktiv. Dort kommen die ganze Zeit Bilder, Rilder, Childer, Milder, Dilder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch.